Jetzt Hauptkommissar Ronny, dann wieder Donny. Hauptkommissar Ronny hat Besuch von seinem Bruder Donny aus Bayern bekommen. Donny möchte einen Eindruck bekommen, wie sein Bruder im hohen Norden arbeitet. Ja, grüß Gott, ich bin der Donny. Ich bin super froh, meinen Bruder Ronny mal wieder zu sehen. Und ich bin schon sehr gespannt, was die Polizei hier oben so für Probleme hat. Also, Donny, heute wollen wir zweimal die Autos kontrollieren, was? Sag mal, Ronny, was ist denn das Hauptproblem, womit ihr oben so im Norden zu kämpfen habt? Drogen! Ja, das hab ich mal gedacht. Ich sag dir eins, Donny, die Regierung verschweigt das Problem. Wir haben hier oben im Norden mehr Drogen als Ratten. In Bayern haben wir solche Probleme nicht. Da herrscht noch Zucht und Ordnung. Wusstest du, dass Deutschland kein eigener Staat ist, sondern eigentlich eine GmbH? Ich sag dir eins, wenn die Regierung das... Auto! Was machen wir jetzt? Seh zu und lerne, Donny. Schönen guten Tag! Abkommissarin, mein Name. Können Sie sich vorstellen, warum ich Sie angehalten habe? Ja, bin ich so schnell gefahren, oder? Typisches Verhalten, Donny! Immer schön ablenken! Ah ja, schau! Wo wollen Sie denn hinfahren, guter Mann? Ich besuche meine Oma in Wesseburen. Und Oma, wollen Sie ein bisschen was zum Rauchen bringen, nicht wahr? Um Gottes Willen, nein, meine Oma ist 78, die kann kaum noch gehen. Also, Ja, ein, zwei Spritzen hier, ein bisschen was gezogen, ja, die Nase da und schon tanzt die Oma besser als die Rühle. Jetzt weiß ich auch, wer Sie sind. Sie sind doch dieser Polizist, der immer grundlos Leute beschuldigt, irgendwelche Drogen bei sich zu haben, oder? Hörst du, Danny? Jetzt oder? Geht's los, wir wollen mich einschüchtern. Also, mein Freund, ich würde gerne mal in Ihre Tasche gucken. Müssen Sie nicht einen triftigen Grund haben, meine Tasche zu durchsuchen, oder? Nein! Ich bitte Sie, lassen Sie mich einfach weiterfahren. Ich hab's wirklich eilig, bitte. Er wird nervös, Donny! Nervös! Um Gottes Willen, bitte hier, schauen Sie doch, hier ist nichts drin. Alles leer. Mann, kann ich jetzt weiterfahren? Ist ja gut, Helmut. Fahren Sie weiter. Tschüss. Unfassbar. Gottes Willen. Sag mal, Ronny, was war denn da zu schlimm? Das war doch ein ganz normaler Bub. Du musst noch viel lernen, Donny. Glaub mir. Aber woran hast du das jetzt festgemacht, dass er Drogen bei sich hat? Hier! An mir noch Spürnase. Oh. Ah, da kommt schon das nächste Auto mit dem Drogenabfahr. Danny, alles klar. Bleib in dir. Ah ja, das schauen wir, gell? Ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Danny, mein Name. Kannst du vorstellen, warum ich sie angehalten habe? Entschuldigung, ich spreche kein Holländisch, ne? Was ist denn überhaupt los? Ich wollte dann nur einmal wissen, ob sie irgendwelche Drogen genommen haben. Das letzte Mal habe ich gestern Abend eine geraucht, aber jetzt gerade bin ich total clean. Ne? Hast du es gehört, Ronny? Da hat nichts genommen. Ja, sind Sie ganz sicher, dass sie noch keine geraucht haben? Ja. Ja gut, dann fahr's mal schön weiter, gell? 40! Ja, ein bisschen schneller als 40 darf ich schon fahren. 50 ist ja, glaube ich. Tschüss. Tschüss. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das war doch eindeutig ein aggressives Drogenabfahr. Ronny, ganz ehrlich, du kannst ja nicht immer alle beschuldigen, dass die Drogen genommen haben. Du bist ja schon genau wie die Regierung. Arbeitest du für die Amerikaner, oder was? Ich arbeite für den Seehofer. Das ist der einzige Führer, der mir was zu sagen hat. Also, komm hier. So nein, du hast mir gar nichts zu sagen, Ronny. Ich bin hier runtergekommen, um mal wieder zu sehen. Da fängst du ja mit irgendwelchen komischen Sachen. Ich sag mal, eins hier. Der Seehofer. Ich sag mal, du hast wieder viel schöner. Da kommt der Seehofer. Da haben wir Sachen. Vielen herzlichen Dank. Sag mal das so, egal. Fürs Zuschauen, schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie euch Donny gefällt. Wollt ihr mehr von Donny sehen? Dann schreibt unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn